Ja gut, warum ist ein FC Bayern nicht mehr erfolgreich? Es ist völlig klar, wir haben natürlich immer schon Weltklasse gespielt. Wir hatten Weltklasse-Spiele, wir hatten eine Frankreich, wir hatten einen Einhuben, wir haben ein paar Breitner gehabt, wir haben einen Uli Hoeneß gehabt, einen Oliver Kahn. Es ist völlig klar, wir haben immer Weltklasse-Spiele gehabt und ja gut, natürlich. Wir wollen natürlich diese Tradition voranbringen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen Weltmeister werden als FC Bayern. Es ist völlig klar, das ist unser Ziel. Dafür wollen wir die Statuten ändern, dass ja gut ein FC Bayern auch mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Ja gut, schauen wir mal. Ja gut, richtig natürlich. Ein Lothar Matthäus täte sich natürlich gerne mal um meine Stelle als Bundesliga-Trainer bewerben, aber natürlich ist ein Lothar Matthäus als Rekordnationalspieler, Weltmeister und ehemaliger Weltfußballer natürlich jemand, der wo natürlich nicht jeden Job annimmt, wo ihm angeboten wird. Aber sicherlich wäre natürlich jemand, der wo auch der Mannschaft helfen könnte mit seiner Erfahrung. Ein Lothar Matthäus ist immer vorangegangen. Ein Lothar Matthäus hat alles erreicht. Er ist UEFA-Cup-Sieger geworden. Er ist deutscher Meister geworden. Er hat bewiesen, dass er als Welt- und Europameister natürlich alles erreichen kann. Er hat Borussia Banana trainiert, richtig. Er war in Österreich aktiv, in Serbien, Ungarn, Israel natürlich, Bulgarien. Ein Lothar Matthäus hat alles erreicht. Es ist an der Zeit, ein Lothar Matthäus auch mal zu zeigen, dass er auch in einer Bundesliga-Mannschaft Erfolg haben kann. Natürlich. Ich denke, dass das natürlich auch viel damit zu tun hat, dass ein Lothar Matthäus mit den Medien nicht gut kann. Ein Lothar Matthäus ist jemand, der wo sein Privatleben aus der Öffentlichkeit rausziehen tut. Und das ist natürlich nicht gut und er kommt auch bei den Vereinsbossen nicht gut an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe meinen Weg, ich bin Lothar Matthäus. Mir wird oft vorgeworfen, ich bin ein arroganter Typ, aber ich spreche ja auch nicht, wie mir oft vorgeworfen wird, in der dritten Person von mir, weil ein Lothar Matthäus ist nur einer. Es wird nur ein Lothar Matthäus geben und der muss auf jeden Fall Bundestrainer werden. Nee, also erstmal finde ich es natürlich geil, dass du hier so auftauchst und dass du hier stehst und sagst hier, ich kann singen und so. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe schon nach zwei, drei Tönen habe ich gemerkt, also das ist eine mega Scheiße und das wird auch nicht besser, weil das klingt, als wenn ich meinem Hund eine Currywurst in den Arsch stecke oder so. Das klingt genauso scheiße. Also muss ich ehrlich sagen, wenn du natürlich auf so einer Bühne stehst und du stehst da wie so ein Schwanz in der Hochzeitsnacht, also da holst du überhaupt niemanden hinterm Ofen vor. Also damit kommst du nirgendwo hin und schon gar nicht in Recall. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei TV Total. Ja, das fand ich persönlich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber schauen Sie sich doch bitte mal Folgendes an. So, ich denke, dass ein Trainer hat immer die Möglichkeit, eine Spiele rauszufeuern. So, ich werde das auch als Trainer weiter fabrizieren. Und ja gut, schauen wir, dass der FC Bayern wird mich zurückholen. Ob als Trainer oder Firebeast wird sich zeigen. Ah, sicher. Ich habe damals auch schon gesagt, beim FC Bayern, dass der Druck natürlich enorm ist. Das ist klar, dass du als Spieler permanent unter Dauerdruck stehst. Ah, das weiß jeder. Und natürlich ist das klar, umso erfolgreicher, desto mehr werden die Leute natürlich auch von dir erwarten, dass du diesem enormen Druck auch standhältst. Ah, das ist völlig klar. Und da muss man auch sich dem bewusst sein. Wie soll ich sagen, es ist natürlich auch immer mal ein Problem natürlich, einen Stefan Kießling aufzustellen. Auch größtenteils natürlich auch, weil das halt, sagen wir mal, auch ein Kommunikationsproblem war.
aber ich sag mal, immer mal, wir haben halt auch als Mannschaft entschieden, dass ein Stefan Kießling auch als Torschützenkönig eventuell, sagen wir mal, auch nicht die Leistung bringen kann, wie sie halt auch gewünscht ist. Nö, Eckhard. Tu das nur, dass da schon wieder was auf dem Boden rumoxidiert? Gib mir mal her. Das sieht doch noch gut aus. Wieso wirft ihr das weg? Geh mal in den Keller und polier das mal zusammen mit Wenne. Aber beeil dich. Wir sollen heute noch bei Hansen ein Schnüffelstück austauschen.